Hallo und herzlich willkommen. Ich darf Sie begrüßen zu einer neuen Ausgabe der Tag hier bei uns auf Ländle TV. Schön, dass Sie eingeschaltet haben. Heute gibt es diese Themen für Sie. Industrieempfang mit Abstand im Dornbirner Messequartier. Pressekonferenz des SC Altach vorm großen Europa League Playoff Halbfinale. Und natürlich mit dabei unser Kachelmann-Wetter. Das Who is Who der Vorarlberger Industrie traf sich am Montagabend im Messequartier in Dornbirn. Die Industriellenvereinigung Vorarlberg lud zu einem positiven Blick in die Zukunft, alles aber natürlich in einem etwas anderen Rahmen. Industrieempfang mit Abstand war der Titel des Abends. Und die große Frage, die sich die IV Vorarlberg für die Industrie und auch alle anderen stellte, in welchem Vorarlberg möchten wir in Zukunft leben? Wir haben uns ganz bewusst dafür entschieden, als Industriellenvereinigung das zu machen unter den Vorschriften. Warum? Weil wir einfach eine positive Perspektive und eine positive Stimmung brauchen. Ich glaube, das ist das Entscheidende. Ich glaube, wir werden gut beraten zu schauen, wo sind da auch die Chancen, wo sind die Möglichkeiten, was können wir aus der Krise heraus einfach intensiver vorantreiben. Digitalisierung, Klimawandel, Bildung und Qualifizierung, das sind die Stellschrauben für eine erfolgreiche Zukunft für Vorarlberg, für Österreich. Der Arbeitsplatz ist halt im Endeffekt schon das Ein und Alles, dass man den Standard und die Lebensqualität, die wir da haben, auch führen kann. Man sieht schon, es geht also schon wirklich in eine Richtung. Die Vereinbarkeit von Beruf und Familie soll verbessert werden. Wir brauchen die Menschen. Ich würde sagen, umgekehrt brauchen sie uns, dass die Arbeit im Prinzip getan werden kann und am Ende des Tages die Kette dann wieder stimmt, so wie wir es davor gewohnt waren. Die Industrie ist am Ende natürlich der Garant für Stabilität und für Wachstum. Wir sind für 40% des regionalen Wirtschaftsprodukts verantwortlich. Aber jetzt müssen wir schauen, dass die Jugend insbesondere natürlich zur Ausbildung und zu Jobs kommen. Wir haben einen langfristigen Slogan ausgegeben, der heißt chancenreichster Lebensraum für Kinder 2035. Und ich glaube, das Ziel passt vor und nach der Krise noch genauso gut. Daran wollen wir weiterarbeiten und es lohnt sich auch als Ziel weiter zu verfolgen. Die Bevölkerung hat eine Sehnsucht nach Zukunftsbildern und gerade aus einer Krise kommen oder in einer Krise zu sein, ist das ein ganz wichtiges Thema. Für die Kicker des SC Altach wird es jetzt am Mittwochabend richtig ernst. Dort steigt nämlich das Europa League Playoff Halbfinalspiel gegen Austria Wien. Wir waren bei der Pressekonferenz vor der Abreise der Altacher mit dabei. Die Wochen der Entscheidungen sind angebrochen, so steht es auf der SCR Altach Homepage. Zum Start geht es gegen Austria Wien aufwärts. Mit einem Sieg qualifizieren sich die Altacher für zwei Finalspiele gegen den TSV Hartberg. Es geht also um viel am Mittwochabend. Trainer Alex Pastor blickt zuversichtlich Richtung Wien. Ich freue mich riesig auf das Fußballspiel, aber auch auf die Spannung, die es mit sich bringt. Fußballerisch natürlich auch, weil wir haben uns in diese Finale gespielt. Wir haben einige Sachen gelernt während diese Playoffs. Und ich glaube, die Spieler die wollen sich auch wirklich zeigen und als Mannschaft auftreten. Teils gute Neuigkeiten gibt es, was den Kader angeht. Emir Karic ist dabei, Manfred Fischer allerdings nicht. Die Vorbereitungen auf solche Spiele weichen natürlich etwas vom Normalen ab. Man muss sich vorbereiten auf Sachen, die es in einem normalen Spiel nicht gibt. Also es gibt schon Nachspielzeit wie bei einem Cupspiel. Eventuell Elfer schießen. Also das sind Sachen, auf welche man sich vorbereiten kann und muss. Es gibt natürlich auch eine Stimmung, es ist ein K.O.-Spiel. Also wichtig ist, dass man auch einfach de Nerven bewahrt. Und weil es ein K.O.-Spiel ist, ich finde auch, das bringt einfach etwas Extras. Also jede Entscheidung muss gut sein für einen Trainer, oder? Je kann nicht kein Fehler machen in Einschätzung oder austauschen. Man muss auch ein bisschen Glück dazu haben. Also das haben wir bis jetzt noch nicht gehabt. Also ich erwarte, dass wir morgen auch ein bisschen Glück haben.
Noch zum Gegner Austria Wien, auswärts gewonnen, zuletzt daheim verloren. Pastor kennt aber das Team. Wir haben die Gegner gut im Blick, können die schätzen, wo die Schwächen sind, wo die Stärken sind. Und ich finde auch vor allem in das Heimspiel, dass wir ein bisschen besser gespielt haben als Austria Wien. Aber Austria Wien hat uns gezeigt, dass man ohne als Beste zu spielen auch Tore schießen kann und damit gewinnen kann. Also von das sollten wir eigentlich lernen, oder? Mittwoch, 8. Juli um 20.30 Uhr ist Anpfiff in Wien. Spätestens 120 Minuten später wissen wir, ob gejubelt werden darf. Wie kommt man schnell und gut jetzt aus der Krise auch wieder heraus? Das betrifft natürlich die ganze Wirtschaft und deshalb hat die Wirtschaftskammer Vorarlberg einen sogenannten Expertenrat eingerichtet. Bei der zweiten Ausgabe waren wir mit dabei. Schwerpunkte des zweiten Expertenrates waren einmal die Lehrlingsausbildung. Da haben wir jetzt wirklich einiges am Programm aufgestellt, um das Ziel zu verfolgen, keinen Lehrling zurückzulassen im Herbst im Vergleich zum letzten Jahr, dass wir gleich viele Lehrstellen anbieten können und gleich viele junge Menschen in die duale Ausbildung bringen, zum einen. Zum anderen, dass wir jetzt datenbasiert wirklich gutes Monitoring schaffen, wo wir wirklich wissen, wie steht es um den Wirtschaftsstandort. Und dann ist Ticket jetzt Regionalität, Regionalvergabe, ein ganz wichtiges Thema, E-Commerce, um hier auch den Handel und die Wertschöpfung in den Regionen zu holen. Und dann natürlich das Thema Sicherheit, weil wir schon spüren, dass da und dort wieder auch medizinisch einiges auf uns zukommen könnte mit dem Virus und da müssen wir auch als Betriebe vorsichtig sein bzw. dann auch entsprechend vorbereitet. Es gibt drei Themenbereiche, auf die wir uns fokussieren wollen. Das ist das erste Thema, das Thema Aufschwung. Hier wollen wir vor allem die Unterstützungsmaßnahmen, die wir jetzt in der Akutphase begonnen haben, weiter fortführen. Das Thema Arbeitsmarkt und Beschäftigung. Hier wollen wir uns auf die Lehrlinge, auf junge Menschen konzentrieren, aber auch auf Zurückgebliebene, auf den zweiten Arbeitsmarkt, auf bestehende Programme. Und die Weiterbildung, Kursförderung ist ein wichtiges Thema. Und der dritte Bereich ist das Thema Impuls- und Konjunkturprogramm. Hier geht es von der Bauwirtschaft bis zu Digitalisierungsthemen, aber auch Innovationsthemen im Bereich Zukunft, Innovationsstandort. Das war's nun schon wieder mit der heutigen Ausgabe Der Tag hier bei uns auf Lende TV. Schön, dass Sie mit dabei waren. Das heißt, noch dranbleiben, es gibt noch unser Kachelmann-Wetter und ich darf mich an dieser Stelle verabschieden. Machen Sie's gut. Schon gewusst, dass die Lehrlingsleistungswettbewerbe seit genau 40 Jahren jährlich von der Sparteindustrie der Wirtschaftskammer durchgeführt werden? Schon gewusst, dass seit 1980 bereits über 7.600 Lehrlinge erfolgreich teilgenommen haben? Schon gewusst, dass die Wettbewerbe in 11 Lehrberufen abgehalten werden? Und schon gewusst, dass es heuer zum 40-jährigen Jubiläum eine Abschlussfeier unter dem Motto Hello Summer gibt? Am Mittwoch erwartet uns im Ländle ein sonniger Tag mit höchstens wenigen und dünnen Wolken am Himmel. Es bleibt durchwegs trocken und die Temperaturen liegen nachmittags zwischen 23 und 26 Grad. Im Rheintal sind auch 27 Grad möglich. Am Donnerstag sind neben viel Sonnenschein nur zeitweise ein paar lockere Wolkenfelder unterwegs. Es bleibt überwiegend freundlich und mit bis zu knapp 28 Grad auch sommerlich warm. Am Freitag erneut bis in den Nachmittag sonnig und knapp 30 Grad, abends dann erste Schauer und Gewitter möglich. Am Samstag wahrscheinlich Abkühlung auf Werte um 20 Grad, dazu vormittags noch Regen, nachmittags Auflockerungen.